Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ach, es geht weiter heute, Leute. Und ich würde sagen, wir packen diese Aufnahme unter ein Motto. Und zwar das Motto, erst kommt der Spaß, erst kommt das Vergnügen und dann kommt die Arbeit. Denn ich finde, jetzt kommen wir gleich zur besten Stelle des ganzen Spiels, nämlich nach Berlin. Steig ein, Dad. Es geht nach Iskenderun. Nein, Junior! Wir müssen nach Berlin! Wie bitte? Wir müssen das Tagebuch zurückholen! Ohne es werden wir die drei Prüfungen nie überleben! Wie du meinst. Ja, wir kommen gleich nach Berlin. Vorher gibt's noch eine kleine Straßensperre. Warten Sie! Sie müssen schon herkommen! Ich muss Ihren Passierschein sehen. Ach, ich liebe auch diese kleine Hintergrundmusik, die im Film gespielt hat. Das ist so schön. Kleine Melodie. Ich mag sie. Passierschein haben wir zwar dabei. Das Problem ist nur, dass das Ding noch nicht unterzeichnet ist. Von daher bringt das Ding leider nichts. Das Gute ist, das hier ist einer der Soldaten, an dem man sich wieder vorbeireden kann. Neben natürlich der Option, ihm ins Gesicht zu schlagen, wer hat's gedacht. Und dafür müssen wir uns mal wieder als höherer Offizier ausgeben. Mein Passierschein? Sie beleidigen mich. Beleidigung oder nicht? Sie brauchen einen Passierschein. Reden Sie immer so mit einem vorgesetzten Offizier? Offizier? Wieso tragen Sie dann keine Uniform? Ich arbeite getarnt in einer geheimen Mission. Eine geheime Mission? Haben Sie irgendwelche Papiere dabei? Nee, streng geheim, gerade deswegen habe ich ja keine Papiere. Kein Witz? Na gut, Sie können weiterfahren. Ach, wäre es doch immer so leicht, mit den Behörden umzuspringen, nicht wahr, meine Freunde? Oh, Berlin! Und da ist das Schnauzbärtchen. Ja, hallo! Er hat mich gesehen. Hi, wie geht's dir? Und die Nazis sollten sich mal auf ein Symbol einigen. Was sie da teilweise auf ihre Fahnen kritzeln, sieht irgendwie ein bisschen uneinheitlich aus. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Fräulein Doktor? Indy! Wo ist es? Ah, das Tagebuch. Du kamst nur für das Buch nach Berlin? Ja, aber klar doch, was will ich denn mit dir? Du hast mich betrogen. Bis bald! Hoppla! Lauf, Indy! Oh, fuck. Das ist irgendwie so eine Situation aus einem schlechten Witz, ne? Vor dir steht Hitler, hinter dir steht ein Typ mit einem Maschinengewehr. Was machst du? Ich würde sagen, wir speichern erstmal. Weil genau das hier ist die beste Stelle des gesamten Spiels, meine Freunde. Das verdient den besten Speicherstand des ganzen Spiels, nämlich Nummer 6. Nummer 6 ist immer der beste Speicherstand von allen. Ja, diese Szene ist etwas ganz Besonderes, denn wir haben hier sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um damit zu interagieren. Aber wenn ich schon mal darauf anspiele, dass das hier aus einem schlechten Kinofilm stammen könnte, oder aus einem verdammt guten, wenn man daran denkt, dass das aus einem Kinofilm stammt, dann machen wir doch einfach mal Obscura Totalo. Wir schlagen Hitler ins Gesicht! Nazis, ich hasse diese Kerle! Plumps. Indy! Und Hitler hat Eier. Er läuft weiter. Ihn interessiert das nicht, ob er ins Gesicht geschlagen wurde. Er haut einfach ab. Wir wünschten, Indy wäre in die Geschichte eingegangen als der einzige Amerikaner, der Hitler geschlagen hat. Dummerweise hat nie jemand davon gehört. Das ist so imber. Da-da-da-da-da-da-da. Wir haben Hitler gehauen. Mitten in die Fresse. La 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 la. Ah, das ist genial. Und das ist nicht mal das Beste an der ganzen Sache, Leute. Natürlich, Hitler, Gesicht hauen und diesen Spruch, der da steht. Klar, aber wisst ihr was? Man bekommt dafür, dass man Hitler in die Fresse schlägt, 10 IQ-Punkte. 10 IQ-Punkte. Ja klar, man stirbt, aber
Für die maximale Punktzahl muss man Hitler ins Gesicht schlagen. Ich meine, wie geil ist das von den Entwicklern gemacht? Könnt mir sagen, was ihr wollt. Ja, irgendwelche Sachen von wegen, das ist deutsche Geschichte, ich soll das nicht so sehr auf den Arm nehmen. Wisst ihr was, das ist ein Spiel, Leute. Und deswegen mache ich mich so lange drüber lustig, wie ich Bock hab. Ja. Kommen wir zu den etwas ernsteren Methoden, um mit unserem Freund Schnauzbart umzugehen. Nämlich unser Inventar. Genau wie im Film müssen wir Hitler nämlich etwas geben, damit er eben auf der Bücherverbrennung, genau wie im Film auch, uns etwas unterzeichnet. Wenn wir ihm etwas geben, was dieser Anforderung nicht entspricht, wie zum Beispiel den kleinen Schlüssel oder unsere Peitsche. Was ist das? Ich will das nicht! Ah, oh, das kann ich besser. Ich will das nicht! Ich bin heute nicht in Hitler-Stimmung, sorry. Vielleicht später, morgen ist wieder Imperatortag, dann bin ich wieder böse drauf. Wir können ihm sämtliche Schriftstücke geben, die wir bei uns tragen. Zum Beispiel das alte Buch oder die Gebrauchsanleitung für das Doppeldeckerfliegen. Das würde er unterzeichnen, gibt uns allerdings 0 Punkte leider. Dasselbe gilt für das Graal-Tagebuch, was hier oben ist. Damit würden wir wieder mal den Film nachstellen und da das Spiel nicht unbedingt koscher ist mit der wir machen immer den Film nach Geschichte, bekommen wir dafür ebenfalls keine Punkte, weil es uns später keinen weiteren Nutzen erfüllt. Allerdings gibt es 2 Möglichkeiten, die uns Punkte bringen und vor allem extrem nützlich sind. Die erste Möglichkeit ist, die Biografie von Hitler zu unterschreiben zu lassen, also Mein Kampf, die ich in Schloss Brunwald dem Wächter der Alarmanlage übergeben habe. Wenn wir das machen, bekommen wir dafür 10 Punkte und können das später benutzen, um eine Straßensperre, eine Wache zu bestechen. Sehr, sehr effektiv. Allerdings die bessere Wahl, die wir hier treffen können, nicht nur von der Punktzahl her, sondern auch von dem Nutzen, den wir daraus ziehen, ist der Passierschein, den wir aus Vogels Büro geklaut haben. Wenn wir den unterschreiben lassen, bekommen wir nämlich erstmal 40 Punkte gutgeschrieben. Und offenbar verliert die Wache jegliches Interesse an uns, weil wir ja auf Du und Du mit Hitler sind. Er hat uns was unterschrieben, also wir sind cool. Uff. Ah, nun, hast du es gekriegt? Ja, ich hab's. Wunderbar, jetzt auf zum Flughafen! Oh Mann, ich wollte aber nach der tollen Musik ein bisschen lauschen. So Zirkusmusik war das schon fast. Ach, herrlich. Na gut. Jetzt, wo wir an Hitler vorbei sind, muss ich das leider überspeichern. Tut mir leid, Hitli. Hitli leid, ach Mann. Wir haben jetzt den Passierschein unterzeichnet vom Führer dabei. Ihr könnt euch denken, wie mächtig dieses Item hier unten später sein könnte. Und genau deswegen werden wir diesen Weg auch gehen. Ich werde es bis aufs Blut ausnutzen, dass wir diesen Passierschein jetzt dabei haben. Vorher müssen wir uns allerdings erstmal eine Mitfahrgelegenheit besorgen, denn natürlich, wir sind mitten in Deutschland und müssen jetzt irgendwie hier rauskommen aus unserem schönen Land, denn es ist nicht ganz so schön für Amerikaner, wie wir wissen. Wir sind auf dem Flughafen und wollen hier weg, deswegen reden wir am besten mal mit dem Kartenverkäufer. Kann ich Ihnen helfen? Wir hätten gern 2 Fahrkarten für den nächsten Flug. Ah, das macht's. 175 Mark. Nun, ja, ich bin so ein bisschen blank. Also, ich hab nur 15 Mark. Ah, tut mir leid. Ja. 175 Mark möchte der feine Herr für 2 Flugtickets haben. Und die habe ich natürlich nicht mal ansatzweise dabei. Wir können, wenn wir in Schloss Brunwald genug Soldaten aufs Kreuz legen, im wortwörtlichen Sinne, und die Truhen im Schloss durchsuchen, Truhen, Schränke, Kisten und so weiter, bekommen wir eventuell genug Geld zusammen, um hier die Tickets zu kaufen. Theoretisch geht sogar mehr. Ich glaube, das Maximum liegt irgendwo bei knapp 300 Mark insgesamt, wenn man wirklich alles im Schloss findet. Allerdings brauchen wir keine einzige Mark, um weiterzukommen. Deswegen habe ich das Zeug auch alles liegen lassen. Man sollte sowieso nicht die Tickets kaufen am Schalter, selbst wenn man das Geld hat. Denn der gute Mann, der hier steht, ja Mann, ist sozusagen unser Ticket in die Freiheit. Entschuldigen Sie, mein Herr.
Ja, was wollen Sie? Ich arbeite nicht den ganzen Tag Zeit. Dann stehst du hier aber ziemlich gut in der Gegend rum und wirkst nicht beschäftigt. Sie sehen ungeduldig aus. Erwarten Sie jemanden? Das geht Sie gar nichts an! Ja, ist ja gut, Kollege. Aber du hast da was Interessantes in deiner Jackentasche. Kann ich das nochmal sehen? Entschuldigen Sie nochmal, bitte. Was denn jetzt? Wissen Sie, wann der Zeppelin vielleicht startet? Nein! Ah, da war es gerade schon wieder. Der hat da was in seiner Jackentasche. Vielleicht ist das ja interessant für uns. Reden wir nochmal mit dem Herrn. Hallihallo, Hallöle, was geht denn so? Ja, die ersten beiden Dialogoptionen haben nicht viel gebracht an Ablenkung, aber erzählen Sie mir doch mal über Ihre Enkel. Ich meine, das ist doch sicherlich Ihr Lieblingsthema, oder? Aber meine Enkel! Ich habe ganze 15 Stück! Alles Burschen! Zuerst Siegfried, dann Hans, Franz, Fritz, Friedrich, Gustav, Horst, Werner, Josef, Wolfgang, Johann, Sebastian, Albert. Und bevor er aufhört zu reden, schnapp ich mir mal ganz kurz die Fahrkarten. Sie haben was? Nur eine Fliege. Ich habe eine Fliege geschnappt. Jaja. Eine Fliege? Du hast eine Fliege geschnappt? Indy, sei doch bitte nicht so doof, wie du manchmal aussiehst. Nein, jetzt wir haben gerade mit Henry, als der Herr abgelenkt war, ihm die Fahrkarten aus der Jackentasche gemopst. Die wir später bitter nötig haben. Und das ist auch der Grund eigentlich nicht nur, warum ich sage, man sollte sich die Fahrkarten nicht kaufen gehen. Zum einen spart man sich sein gesamtes Geld, die 175 Mark für später, wenn man sie noch braucht, um die Straßensperrenwachen zu bestechen. Und zum anderen bekommt man 5 Punkte, wenn man ihm diese Karten klaut. Im Gegensatz zum Kaufen, wofür man 0 Punkte bekommt. Sollte man also auf keinen Fall vergessen. Komm schon, Dad! So. Und hier haben wir wieder eine kleine Weggabelung, so ähnlich wie in Schloss Brunwald, wo wir uns entscheiden konnten, ob wir brutal oder gerissen vorgehen. Hier ist es ähnlich, allerdings überhaupt nicht ähnlich, mein Fehler. Es sind 2 Wege. Wir können entweder, da wir jetzt die Tickets haben, hier rechts auf den Zeppelin gehen, um mit dem Zeppelin zu fliehen. Das ist natürlich möglich, aber ich meine, hier drüben steht so ein schöner Doppeldecker rum. Und wir haben so ein schönes Buch im Inventar, eine Gebrauchsanleitung, wie man einen Doppeldecker fliegt. Ach du Scheiße. Ja, das sieht mir ein bisschen kompliziert aus. 8 Schritte, um das Flugzeug zu starten. Und dabei haben wir, was war es nochmal, ich glaube 16, 17, 18 Möglichkeiten, warte mal, von A bis Q, die ganzen Buchstaben alle durch sind Möglichkeiten oder Hebel, mit denen wir umgehen können, während wir im Cockpit sitzen. Ich werde euch das gleich mal zeigen. Und ja, das hier ist ein bisschen kompliziert, wenn man nicht die ganze Zeit rumspeichern will. Denn wie ihr euch denken könnt, in diesem Fenster hier oder gleich im Cockpit, wo ich jetzt mal ganz kurz reingehen werde. Kann ich auch zum Glück mit meiner schönen F5-Speichertaste unterbrechen. Die 8 Knöpfe sich spontan mal zu merken, ist ein bisschen schwierig, muss man zugeben. Also irgendwann hat man die Reihenfolge schon intus, wenn man es so 3, 4, 5 Mal gemacht hat. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, man kann, während man hier im Flugzeug hockt, leider nicht nochmal auf die Gebrauchsanleitung zugreifen. Man muss die außerhalb des Flugzeugs öffnen und sich dann alles einprägen, bis man es intus hat und kann dann erst im Flugzeug das Wissen anwenden. Es ist ein bisschen umständlich, wie ich finde. Aber, naja, es ist sinnvoller oder realistischer, als wenn wir uns da ins Cockpit hocken, das Buch auf unserem Schoß aufschlagen, während da drüben die Mechaniker stehen und uns begaffen, während wir da, in fremdem Eigentum rumspielen, würde ich es mal nennen. Das Gute ist allerdings, es gibt hier wieder mal einen kleinen Trick, den ich rausgefunden habe. Ach, nicht Benutzer, schaue. Denn wir müssen nicht auf die Reihenfolge dieses Handbuches achten. Es wundert mich, dass es nicht im Guide stand, den ich für dieses Let's Play benutze. Es ist lediglich wichtig, dass man halt
den letzten Schritt, den Zündungsknopf, natürlich als letztes verwendet und alle Schritte überhaupt einmal ausführt. Es ist aber nicht wichtig, in welcher Reihenfolge man das Ganze macht. Daher merke ich mir das Ganze etwas anders, und zwar erstmal brauchen wir die drei Schalter hier rechts, die wir aktivieren müssen. Das ist der APU-Schalter L, der hier. Das ist die Benzinpumpe Q, der. Und der Gashebel, nein, das ist der da unten, die Zündung O. Das heißt, Knopfnummer, wenn ich jetzt mal von oben links nach unten rechts runterzähle, Knopfnummer 2, 3 und 6. Das ist das Einzige, was man sich wirklich merken muss, denn die anderen Einzeigen sind sehr intuitiv und leicht zu bedienen. Wir müssen den Öldruckregler C, den hier links, dreimal reindrücken, also sechsmal anklicken. Und der Rest sind eigentlich einmal draufklicken und Fertiggeschichten. Ich zeige euch das einfach einmal ganz kurz, wie einfach das sein kann. Also 2, 3, 6 Knöpfe brauchen wir. Oh. Okay, das heißt, Moment, benutze. Das klappt so nicht. Gut. Okay, ich wusste das nicht. Offenbar, wenn man aus dem Doppeldecker wieder aussteigt, ist es einem nicht mehr vergönnt, wieder einzusteigen. Wahrscheinlich, weil dann eben jene angestellte Mechaniker hier drüben misstrauisch geworden sind. Ist mir nicht bewusst gewesen. Gut, dann machen wir das doch einfach mal anders. Wir steigen in den Doppeldecker ein und ich versuche mein Glück. So. Hebel 2, 3, 6. Dazu müssen wir noch machen. Dreimal die Benzinpumpe. 1, 2, 3, bis das hier auf grün steht. Benzin ziehen, den Hahn, auf Tank einschalten und beide Magneten entsichern. Zweimal draufklicken. Mehr ist es nicht. In der Zwischenzeit gucken die Mechaniker, die wir eben gesehen haben, langsam zu uns rüber und werden natürlich misstrauisch. Und bis dahin, bis sie hierher rankommen, meine Güte, sollte man ganz schnell starten. Halt dich fest, Dad! Es geht los!